allerseits und willkommen bei Stricky. Hallo allerseits, hier ist Stricky bei World of Tanks im Jahre 2013 unterwegs. Wir befinden uns hier auf der Mannerheim-Linie unterwegs mit dem, ich muss mal einen Ticken leiser machen, so. Cromwell, mal wieder. Also um es direkt zu sagen, das sind alte Replays aus dem November 2013 und auch nicht von mir gespielt. Ich habe die auch noch nicht durchgeguckt. Ich weiß jetzt nicht, was auf uns zukommt. Und das Spiel war ja damals auf dem Stand von Update 0.8.9 und wir fahren mal eine Runde. Ich könnte es mal kurz anhalten und in die Settings schauen und Graphics und ich würde gerne... Ja, Windows Size, okay. Können wir nicht Fullscreen-Mode machen? Play, okay. Back to Game. Und Leertaste und ab geht's. So. Schöne alte Optik. Eine Karte, die ähnlich geblieben ist. Auch nicht viel verändert. Und ja, aber das war eine der ersten Karten, die ich damals beim Update 1.0 gesehen habe. Und ja, da war ich natürlich erstmal, da war man baff, ne? Im Hintergrund die Berge, das sah ja schon wesentlich besser aus. Und da war man erstmal so richtig geflasht von der Schönheit der Karte. Im Grunde spielt sie sich fast nur genauso wie damals noch, ne? Außer hier jetzt, ich glaube. Doch, jetzt damals konnte man auch schon hier hoch, ne? Ich hätte es nur am Anfang nicht gewusst. Ist ja immer noch so ein Spot, so ein Hotspot hier. Aber das ist natürlich von da hinten, schleicht sich schon was ran, die Hellcat und die Zoo. Ja, genau. Stehen die beiden jetzt hier oben? Das ist ja gar nicht so schlecht, der Punkt zum Spotten. Allerdings haben die nicht viel, ich nenne es mal Backup. Da ist noch der T-34-85 da hinten, aber das war's auch schon. So, hier der alte ELC AMX, der war damals noch so ein bisschen länglicher. Ah ja, der hat schon eine kassiert. Ist noch bei 47% und da ist er weg. Ein VK3601H, der da hinten campt auf dem TD-Punkt, hat ihn rausgenommen. Naja, ist doch schon mal gut. Haben die ein Auge weniger, sage ich mal. Jetzt kommt hier die... Ach, das ist der sture Emil, ne? Das ist natürlich... Oh, und dann noch die Su dazu. Beide... ELC. Den haben sie jetzt gekettet. Das war's. Das habe ich mir gedacht. Da kommen sie jetzt mit Macht. Hier ist nur noch der T-34-85. Gut, wir haben zweimal den sturen Emil. Einer ist rausgenommen. Tja, richtig aufregend heute Morgen. Also ich sage heute Morgen, weil ich nehme das frühs, weiß ich nicht, 8 Uhr irgendwann auf. Nein, gelogen, ist schon nach um 9. Ja, jetzt sind wir natürlich hier reingerutscht. Oh oh. Ja, was, ich weiß nicht, ob man damals hier rauskam. Ich glaub's bald nicht. Ne, da kommst du natürlich nicht hoch. Da kommst du nicht mehr hoch. Vielleicht so ganz schräg hier in die Richtung, aber ich glaub's nicht. Nee, nee. Brauchst du auch nicht schießen. Vor Aufregung. Aber der kommt auch nicht an den Rand, ne? Ist ja blöd. Ah, gut, wenn er jetzt kommt von Hingen, der könnte ihm eine reinleiern hier. Das ist der, die 700. Bin ich ganz erschrocken. 722, 44. Ah, nö, die wird es auch.
Ja, ich weiß nicht, ob man hier unten wieder rauskommt, da vorne. Heutzutage kommt man da ja locker raus. So, die Sue hat's erledigt. Das Spiel ist auch gewonnen übrigens, wenn ich so auf den Spielstand und auf die Minimap gucke. Nee, da kam man nicht mehr raus aus dieser... Naja, und auch noch die Kette weg. Das war's. Also das haben sie geändert. Und da hat er das Gefecht direkt verlassen, aber... Trotzdem haben noch gewonnen. Denke mal nicht, dass sie das noch verlieren. Das war doch schon mal was. Ich mache jetzt hier mal eine Pause, ne? Und dann geht's gleich weiter. So, wir befinden uns auf Sumpf. Ich wäre verrückt. Die alte Karte Sumpf. Freue ich mich total. Eine Karte, die ich auch immer gemocht hatte. Und auf der ich auch viele Gefechte und viel Spaß hatte damals. Auch Clan-Spaß hat man da. Ich weiß noch, das sind wir damals hier Rennen rundherum gefahren. So ein Clan-Wettrennen. Weil das führt so eine Straße im Prinzip einmal um die Karte rum, ne? Jo, und eine Karte, die ich immer gern gefahren bin. Schade, wurde auch rausgenommen. Ich weiß gar nicht wann. So, wir fahren mit dem KV-1S jetzt erstmal hier eine Runde. Das war damals natürlich ein übermächtiges Fahrzeug. Wurde nicht umsonst dann später geändert und praktisch aufgesplittet. KV-1S mit kleiner Kanone war dann auf Stufe 5 und dann gab es den KV-85 auf Stufe 6, der aber nie wieder das Feeling des echten KV-1S rüberbrachte. Wobei ich den auch jahrelang schon nicht mehr gefahren bin. Also das müsste ich tatsächlich auch mal nachholen. Bei Vergleiche braucht man da nicht mehr einstellen. Das ist das Spiel, das World of Tanks von jetzt ist ja ein ganz anderes als von damals 2013. Komplett anderes Spielgefühl und Spielgeschehen. Damals noch ja, ich will jetzt nicht sagen rudimentäres Spiel, aber es war schon ein bisschen einfacher, ist auch falsch gesagt. Anders ausgelegt, nicht so überkompliziert, nicht so, vor allen Dingen auch so überfrachtet mit Missionsballast, wie es heute ist. Heute wird man ja erschlagen in der Garage. Und weiß ich nicht, wenn ich da alle Vierteljahre mal reingucke, tut mir leid. Also diese Masse an Missionen, an Aufträgen, Kampagnen und Events. Es geht auch gar nicht mehr ohne Event. Einfach mal normal spielen. Weiß ich nicht, ob das nicht gewünscht ist, sondern immer nur spezielle Events. Gut, der jetzige Weihnachtsevent, den fand ich ja schon immer gut. Aber auch das wird irgendwie immer kompliziert oder so geändert, dass ich es erstmal Wochen brauche, um das zu verstehen. Und ja, letztendlich ist ja alles nur darauf aus, irgendwo ein paar Euronen zu verdienen oder Dollar oder je nachdem. So, wir sind hier am Campen. So ein bisschen. Oftmals sind die Fahrzeuge dann da unten lang gefahren. Da hinten kommt dann wie so ein Wasser, so ein Ufer. Da unten ist man ein bisschen geschützt normalerweise. Ich sag mal, der KV-1S könnte hier ein Stück mit vorfahren. Da vorne ist so ein bisschen hügelig. Da kommt auch schon ein Spotter. Jetzt hat er überlegt, fahre ich vor, fahre ich nicht vor. Ach nee. Das ist schwierig. Weil sie auch hier unten nicht so dick besetzt sind. Da ist der eine mittlere Panzer da hinten. Und ein schwerer Panzer da vorne. Was haben wir da eigentlich? Ein Churchill 7 ist da vorne und T-34-85. Und der ELC spottet schön.
Und oben wären wir abgefrühstückt hier. Sehe ich gerade. Wenn man mal auf den Spielstand guckt, wie viele... oh Gott, die machen uns da oben fertig. Hier unten passiert so gut wie nichts. Weiß nicht, sollte man sich vielleicht da hoch orientieren? Da kommen sie mit Macht von oben. So, der ELC fährt erstmal um den T-34-85 rundherum. Hellcat hatten getroffen. Ja, KV, das dauert halt mit dem Einzielen. Ne? Das ist immer so eine... Aber andererseits, es ist ja auch eine russische Wunderkanone, die immer alles oder fast alles trifft. Aber der Schuss war auch in der Nähe. Man konnte das schön erkennen hier. Und die Hellcat hat ihren Job gemacht und den Spotter rausgenommen. Dadurch sind sie hier unten erstmal sicher, würde ich nicht sagen, wenn ich hier mal gucke, wie viele Fahrzeuge da schon fehlen. Wie gesagt, das sind jetzt noch 1, 2, 4 aus dem Team und das andere Team ist fast komplett mit. Naja. Also von oben kommen sie jetzt. Oh. Die Hellcat hat den nächsten. Ah, da hat es erledigt. Naja, der eine macht die jetzt auf und die anderen schießen aus der Ferne drauf. Das ist ja ganz logisch. Ne? Heutzutage wäre auch im Mini-Chat 10 Millionen bösartige Nachrichten, hätte man da gesehen, warum da ein KV als S steht und zusammen mit der Hellcat und Camper. Damals war es halt einfach so, das sind zwei Freunde, die zusammen gespielt haben und zusammengeblieben sind im Gefecht. Warum auch nicht? Gibt kein Gesetz, was das untersagt. Ne? So, und ich würde noch ein drittes Replay mit dranhängen. Machen wir nochmal pausieren hier. So, geht weiter. Der Bildschirm ist noch schwarz. Ne, jetzt geht's los. Wir sind auf den Minen. Genau, jetzt sieht man es auch. Unterwegs im Cromwell wieder. Minen, auch so eine Karte, die, ja, ist wie sie ist. Für Tier 10 finde ich die immer noch zu klein. Aber andererseits, die hat halt auch Bestandsschutz, das nenne ich es mal so. Also ich fände es jetzt wirklich schade um jede ursprüngliche alte Karte, die jetzt auch noch aus dem Spiel fliegt. Also können wir froh sein, dass noch so ein paar alte Kandidaten da sind. Time to roll out. Und wie gesagt, ich würde mich über einige Karten wieder freuen, die einfach mal wieder zu spielen. Auch wenn es solche Karten sind wie Severogorsk oder Nordwesten, die ja rausgenommen wurden, weil sie wohl unfair waren oder irgendwas. Aber oder Südküste fand ich auch gut. Oder ich würde auch die ganz alte Hafenkarte gerne mal wieder sehen. Die leider hier noch im Spiel war bei 0.8.9, aber ich glaube, sie ist schon aus der Rotation genommen worden. Ich dächte, sowas gelesen zu haben. Also sie ist auch bei diesen ganzen Replays von 0.8.9 nicht dabei. Schade, ich hätte die gerne mal gezeigt. War halt eine asymmetrische Karte, ne? Die auf der einen Seite mit mehr so Stadtgebäude, auf der anderen Seite halt die Hafen- und Industrielandschaft. Die war halt ungleichmäßig, das ist logisch. Und sicher gab es da Vor- und Nachteile. So, Cromwell hat sich hier oben platziert. Uiuiuiui. Knallt die Arti schon rein. Die Tür geht nicht auf. Auf den Berg kommst du auch nicht rauf. Das war damals auch so. Man hat probiert, auf irgendwelche Berge zu kommen. Gibt es ja jetzt noch YouTube-Videos und alles. Die besten Kletterstellen bei World of Tanks und so. War halt anders. Das Spiel war halt auch neu und aufregend. Und man hat sich über jede Neuigkeit gefreut. Heute heißt es aber schon wieder irgendwas. Oh, schon wieder eine Änderung.
Damals war das mehr eine Aufbruchsstimmung, heute ist das mehr so, oh ja, mal gucken mal rein. Ach, was haben sie denn da wieder gemacht? Kann ja sein, dass das normal ist, dass sich nach so vielen Jahren so ein Hype dann irgendwann einfach totläuft, ne? Und wie gesagt, ich würde es feiern, wenn wir mal wieder so ein World of Tanks Classic Event hätten. Aber ich denke mal, das ist auch mit... Ah, er kam nicht durch, schade. Jawohl. Ist doch der AT2, genau, schön rein hinten. Jawohl. Der wo kam das denn her? Ach, ein KV-2. Wo war der? Wo ist der KV-2? Naja. Oh. Jetzt habe ich auf meine Windows-Taste gedrückt, um Gottes Willen. So, ach, da hat er das Gefecht auch schon beendet. Spielstand spricht aber für unser Team vom Gegner nie erlebt. Ach nee, Quatsch, fürs Gegnerteam, entschuldigt. Ich bin total durcheinander hier. Also, drei mein Leben noch, auch das geht verloren. Das war's erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und es geht bald wieder weiter mit schönen alten Replays. Und ich sag's nochmal, wer alte Replays hat, schickt sie mir ruhig zu. Ich verwurste die dann zu einem Video, ohne mich mit fremden Lorbeeren zu schmücken. So wie es andere YouTuber machen. Also bis dahin, ich bedanke mich und man sieht sich. Euer Striggi.